Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Obscuritas. Ja, wir machen mal weiter. Ist gut. Oh Gott. Ist gewittert? Hallo? Wie kann's denn hier? Doch. Tatsächlich ist gewittert. Es ist mittlerweile auch Nacht. Scheinbar sind wir irgendwo am Polarding, so wie der Himmel aussieht. Aber egal. Tag. Oh. Ein paar Stromschwankungen im Netz, kein Problem. Meine Arbeit geht immer noch zu langsam voran. Wenn ich nicht langsam Fortschritte mache, dann werde ich zur Lebzeit nicht mehr erfahren, ob die alten Geschichten wahr sind. Mhm. Oh nee. Jetzt habe ich so ein komisches Freimaurersymbol hier. Alte. Toll. Noch so ein Freimaurer-Ding. Stern, 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 Stern. Okay. Also hier liegt noch so Ding. Merken. Was ist denn das überhaupt? Quadrat. Ich hab Dreieck. Okay, Stern, 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 okay. Sollten wir uns vielleicht merken. Ach, guck an. Kann aber der Genschwanz erkennen, was es sein soll. Es sollte auf jeden Fall ein Muster ergeben, das ist klar. Gut, was fällt uns jetzt noch? Eins, zwei, drei. Drei Stück fehlen uns noch, okay. Stern, Stern, Stern. Toll, alles voller Sterne. Ja, ich sah ja Stromschwankung. Mahlzeit. Mein Gott. Streichhölzer auffüllen. Schlüssel. George Washington. Alter. Entspann dich! So. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ne? Wir machen einfach mal. Was ist denn das jetzt? Ein Viereck? Nee. Quadrat? Nee, ein Stern. Wie das mehr oder weniger ist. Okay, das könnte ja noch lustig werden. Mahlzeit. Ich geh mal ins Bad. Ah. Schön oben. Mhm. Ich mach mal kurz das Licht aus. Ja, Platzverschwendung. Ach, auch noch so ein Ritterkreuz hier. Irgendwas Gedöns da. Hm. Gegen die Stromschwankung sollte man definitiv was machen. So. Lassen das Ganze mal hier an. So. Mal gucken, vielleicht habe ich Zufall und krieg das Muster einfach, also Glück und krieg das Muster einfach so aus Zufall hin, aber ne, ich glaube weniger. Ach, den kennen wir doch, oder? Ach. Da ist mir vor Schreck fast die, ist mir die E-Zigarette runter. Was war denn das hier? Ach, der hat sich nach oben. Oh, André, du dummes Stück. Dummes Sau. Schnauze. Du bist so dumm, Alter. Ihr seid so dumm, ey. Whiskey MC, es ist da. Es ist so blöd für ihn, aber so. Oh, muss jetzt gerade hier die Batterie zu Ende gehen?
Ich mach gleich aus! Wo kommt denn die jetzt? Oh, soll nicht so laut sein, Alter. Es war klar, dass die jetzt hierher kommt. War doch klar, wie Kloßbrühe. Gib mir dieses scheiß Freimaurer-Symbol hier. Was die Nachbarn denken müssen, das ist auch manchmal heftig. Okay, wir haben jetzt alle Freimaurer-Symbole. Das ist ja, ich nenne es jetzt einfach Freimaurer-Symbol, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt muss man das eigentlich nur noch in der richtigen Reihenfolge anordnen. Aber was könnte uns hier als Hinweis geben? Gab es hier nicht irgendwo einen großen Raum? Ja, hier. Den wollte ich mir mal genauer angucken. Ja, ist in Ordnung. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Was könnten Symbole darauf sein? Weil die Wappen, die hier beispielsweise überall rumhängen, könnten Symbole sein. Gucken mal, ist das hier ein Symbol? Nee, es ist einfach nur eine scheiß Tapete. Ja, Maul halten. Stern, 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 Stern. So, meine Damen und Herren, es ist falsch. Wer hätte es gedacht? So, wir haben jetzt allerdings so viele Variationen haben wir ja jetzt nicht. Kann man jetzt eh noch sagen, ob sich hier was tut? Und können wir diese random go? Toll, das sind alles. Ja, toll, hier ist alles voller Stern, 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 Stern. Das hat doch alles die gleiche Symbolik hier. Gut, das war's schon mal nicht. Wir tauschen einfach mal durch. Das war's auch nicht. Alter, was könnte das jetzt für ein Muster sein? Logisch, ganz logisch denken. Gut, hier gibt's nicht logisch zu denken. Ich sehe davon, dass die Bücher mich ja gerade mal richtig radikal aufregen. Was haben diese Dinger gemeinsam? Ich weiß es nicht. Alter! Ist jetzt mal gut! Was könnte denn jetzt hier wieder das logische Siegel dafür sein? Schau mal kurz Licht aus, alles klar, dann sehe ich gar nichts mehr, nehme ich mal neu. Was könnte jetzt hier das logischste vom logischsten sein? Licht an, bitte. Wir haben drei Engel. Die drei Engel fratzen uns alle dumm an. So, wie beispielsweise hier drüben auch. Allerdings haben wir hier einen Stern und stell dir vor, hier einen Stern. Wir haben also alles überall die gleiche Symbolik. Quadrat, Dreieck, Stern. X plus Kreis. Warte mal, steht das Plus vielleicht für Plus? Warte mal. Plus. Plus. Das hier hin. Quadrat plus Stern ist gleich Dreieck. Nee. Verschiedene Variationen, das ist Wahnsinn. Wir haben 1, 2, bin ich doof, 1, 2, 3, 4, 5. So, wir könnten teilweise theoretisch aus 5 Varianten, könnte man jetzt, wenn man das rumstickt, 5 mal 5,
Ja, so mal so. Ich glaube, da könnten wir jetzt auf 32. Wie viele Varianten könnten wir da jetzt kommen, bis das irgendwie passt? Das ist. Ich habe auch gerade mal keinen Zettel und Stift hier parat. Ich habe nur eine Wasserflasche. Ach, Scheiße, Alter. Da könnte man jetzt ja durchtesten, bis man adlig wird. Es muss hier irgendwo ein Hinweis darauf geben. Irgendwo gibt es hier einen Hinweis darauf, in diesen Räumlichkeiten. Und die suchen wir jetzt. So. Das sind die Schilder. Das ist aber allerdings nur ein Löwe, wo irgendwas draufsteht. Also auf den Dingern, was nicht identifizierbar ist. Ist aber kein Hinweis darauf, Alter, das knischelt und knirschelt und knaschelt. Alter, guckt der Typ schon wieder nach unten, ich wäre wahnsinnig. Komm, lass uns die Jumpscare nochmal machen. Am Arsch, André, am Arsch. Gibt's hier einen Hinweis? Nö. Wenn ich jeweils ins Klo gucke und da kommt irgendwas hochgeschossen, Alter, spannert die eine, das verspreche ich dir. Hier irgendwas. So, toll. Das sind irgendwelche scheiß Symbole. Naja. Schön, dass er wieder nach unten guckt. Der Welchen Sinn erfüllen wohl diese Bilder? Sie zeigen doch fast immer das Gleiche. Aha. Gut erkannt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben hier eine Blume drin. Die zeigt eine Tanne. Das zeigt ein Quadrat, rein theoretisch. Das nächste zeigt ein Oliv. Eine Eiform. Warte mal, denke ich ja gerade falsch. Warte mal, müssen wir kurz gucken, uns mal diese Drecksbilder hier genau an. Ich sehe hier. Ja, was sehe ich hier? Ich sehe hier eine Tanne. Ein Baum. Ein Grab. Ansonsten viele Bäume. Ja, sehe ich hier. So. Hier sehe ich eine Dame. Die Blöde guckt, kennen wir ja mittlerweile schon. So. Ich sehe hier viele Männer und eine Frau. Die bewegen sich ebenfalls in einem Quadrat. Moment, da ist ein Plus. War das Plus gerade eben schon da? Da ist auf jeden Fall ein Plus. Scheiße. Da ist ein X. Also hier sehe ich ein X. Achso, ich sehe das ja nicht. Ich sehe da ein X. Ich sehe auf jeden Fall ein Plus auf den einen Bild. Sehe ich bei der alten hier. Sehe ich nicht. Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den X an. Ja, wo geht's hier ran? Hä? Ich sehe ein Plus. So. So. Ein Quadrat. War das Quadrat gerade? Also hier dieses komische Ding, war das gerade schon da?
Gott verflucht, halt doch mal. Jetzt sehe ich, das war definitiv vor uns noch nicht da. Jetzt kommt dieses Ding. Trotzdem Denkfehler, wie das aussieht. Ja, aber welchen? Gott verflucht. Ja, aber in welcher fucking Reihenfolge? Halt, Moment, haben die Bilder an sich? Ah. Ah. Haben wir uns beruhigt? Danke. Hier sind ganz viele. Zack, schnell. Okay, hier sind nur die Kinder. Es geht mit dem Kreis los. Ja, also, es geht scheinbar mit dem Kreis los. Geht mit Kreis los. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Hab ein Scheiß aus, auch noch ein Bild. Mich würde es ja nicht wundern. Ne? Okay. Es geht mit Kreis los. Ist hier noch ein Bild? Ja. Es geht mit Kreis los, wie das aussieht. Okay. Jetzt hier nochmal. Ja, also es geht mit Kreis los. Okay, machen wir das. Es geht mit Kreis los. Zack. 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 So, danach kommt der alte Herr, sprich es geht mit diesem komischen Quadrat weiter. So, da ist der alte Herr und die zwei Frauen. Danach kommt der Typ, also ein Viereck. Ein Quadrat, Gott verfluchte Scheiße. Genau, habe ich richtig. Danach kam der Typ, so jetzt kommt es noch drauf an. Halt, ist eigentlich relativ scheißegal. Wohin uns das ja noch führt, halt die Esse fest. Guten Tag. Puh, wenn der Staubsauger geht irgendwann los. Okay. Wenn man hier drauf springen kann, hat das irgendeinen Sinn. Also bis auf Items waren hier nichts, das ist nicht normal. Okay, verstehe. Ist auch nicht normal. Da geht's nicht mehr weiter. Also hier muss es irgendwo einen Schlüssel geben. Hier fehlt ein Kopf. Mal so nebenbei angedacht, ja. Ist in Ordnung. Mir geht's gut. So. Also, wir haben festgestellt, da fehlt ein Kopf. Der Kopf von George Washington tut sie anscheinend nicht. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlüssel, um das nächste Abteil hier zu kommen. Warum ist eigentlich hier dieses versägte Licht aus? Anmachen, danke. Gut. Brav. Ich würde ja mal zu dreist.
mich nicht an, ich wollte gerade sagen. Das war jetzt doch der Obershit. Was gab's jetzt in den Raum? Außer dass die Olle hier drinne war und die. Und die Dings. Muss auf jeden Fall hier noch einen Schlüssel geben. Jetzt kommen wir ins nächste Abteil. Im Scheißhaus ist bis auf den Ballon auch nicht passiert. Schlüssel, wunderbar. Dachte da vor uns schon, ich will gar nicht wissen. Alter, mach die Tür auf. Halt, hier lang. Ja, Schnauze. Ich bin weg. Halt die Jesse fest. Meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part, weil hier wieder ein Speicherpunkt ist. Ich danke fürs Zuschauen. Lieber André, ich stell dir dann eine Rechnung über die eventuellen Schäden dieser E-Zigarette. Ansonsten eine dicke, fette Anzeige, ne? In dem Sinne, ich bedanke mich. Bis dann, oder Renner. Ciao.